Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Diesmal bei GNU-Funst. Wird uns im Jahr 2013 Ubuntu auf die GNU-Köpfe fallen oder wechseln wir schon bald zu einer echten GNU-Linux-Distribution wie Dragora? Schaltet ein und findet's raus, ob OwnCloud wirklich deine eigene funktionierende Cloud ist, plus was unsere Hausgrafiker so tun, während wir hier moderieren. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU-Funst. Lass die Sendung beginnen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von GNU-Funst. André hat es in unserer ersten Episode schon angekündigt. Es wird gefährlich. Ja, warum wird es denn gefährlich, Paul? Ja, du hast dein System schon wieder neu aufgesetzt und dann auch noch mit Fedora. Die Sache ist ja so, wir evaluieren hier ganz heimlich Distributionen und sagen unseren Zuschauern gar nichts davon. Aber haben wir jetzt mal gemacht, wir hatten ein schlechtes Gewissen, mussten wir jetzt machen. Ich glaube, nächstes Jahr mal wird es wieder eine andere. Genau, das soll auch unser Dankeschön an die 28 Abonnenten sein, die unser YouTube-Video von der letzten Sendung auch angeguckt haben. Und zwar 444 Mal. Und das ist ganz schön anstrengend, das so häufig zu sehen, ja? Ja, keine Ahnung, wie ihr das nur ausgehalten habt. 14 Mal positiv mal, bewertet. Robert. Ja, der Robert, ah, den kennen wir sogar. Ja, Wahnsinn. Oh, und wenn man das so liest, für eine erste Sendung gar nicht mal schlecht, dann hoffen wir, dass ihr euch diese Sendung auch nicht enttäuschen werdet. Wir versuchen es ja nicht. Genau. Wir versuchen es ja. Ja, das fängt immer so an. Genau. Genau. Übernächste Sendung. Im Linux Action Show Subreddit hatten wir dann auch noch ein bisschen Feedback. Wo du so einfach mal auf Deutsch dazwischen gepostet hast. Genau, dachte ich mal, das tut dann gut. Ich habe dann auch gleich den Link vergessen. Freundlicher Hinweis kam dann sogar und ja. Es wurde sogar gemutmaßt, dass es sich um einen deutschen Linux-Podcast heißt. Beziehungsweise muss eher sein GNU-Podcast. Ne? Mhm. Also, aber gut, wir müssen ja nicht jeden und Gott in die Welt korrigieren. Genau, und was haben wir für euch als erstes? Kleine Schmankerl. Der Beitrag? Sind wir schon beim Beitrag? Wir sind beim Beitrag. Wir haben die MyPaint. MyPaint haben wir für euch ausgesucht. Und wir werden tatsächlich ein bisschen kritzeln. Genau, wir haben hier so ein Tablett dabei. Ja, und vielleicht könnt ihr es sehen. Ein echtes so. Vakuum, wo man so Druck machen kann und Stift irgendwie darüber bewegen kann, ohne aufzudrücken und sowas. Ich werde jetzt mal auch mal zu Beginn erstmal einen normalen Pinsel aussuchen hier. Wo finde ich denn hier einen? Einen normalen Pinsel. Also das Schöne bei diesem MyPaint, das sieht halt im ersten Moment wirklich nach einer ziemlich rudimentären Paint-Applikation aus. Aber kann doch viel mehr, ne? Vielleicht kann auch etwas mehr, ja. Also das sind so kleine Features am Rande, die das eigentlich ganz, ganz schön schick machen. Also die ganze Zeichenfläche ist unendlich groß. Ich kann die beliebig drehen und ich habe natürlich mit so einem richtigen Tablet, das ist natürlich auch drucksensitiv und das wirkt sich auch auf den Pinselstrich aus, den ich da benutze. Genau, das können wir vielleicht mal bei einem anderen mal demonstrieren. Es unterstützt tatsächlich Ebenen. Also ich kann halt in meinen Sketchen verschiedene Objekte reinmalen und die auf verschiedene Ebenen legen, die ich dann gegeneinander noch verschieben kann und sowas. Jede Ebene ist unendlich groß, also ich bin da auch nicht weiter eingeschränkt. Ich muss mich nicht von vornherein dazu entscheiden, wie ich das Bild aussehen lasse. Genau, ich kann hier, glaube ich, auch zoomen, wenn ich es hinkriege, mit Steuerung. Nee, mit Alt war das. Mit Alt und dann... Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich muss da den richtigen unendlicher Zoom muss man dazu sagen. Unendlichen Zoom hat es auch. Genau. Also das zeichnet halt Pinselstriche auf. Also auch unendlichen Zoom in, das wird nicht verpixelt oder sowas. Also Vektorgrafik ist es nicht, muss man noch dazu sagen, ne? Also es sieht zwar jetzt nicht so aus, als ob das hat ein eigenes Speicherformat, oder? Oder wird es verpixelt? Vielleicht, wenn du nochmal näher ranzoomst? Ja, okay, wir haben gerade einen Souffleur im Hintergrund. Also unser Grafiker sagt, das wird verpixelt. Aber ich wollte euch auch hier radieren natürlich, wie man das eben von so einem Maycom halt kennt. Und wie ihr wisst, Maycom wird ja ziemlich gut von Linux unterstützt, also von unserem tollen Kernel, der die schöne GNU-Software laufen lässt. Warum ist das eigentlich so?
Der Treiberentwickler, also es gibt halt einen Menschen, der arbeitet bei Wacom und der unterschreibt dann mal heimlich die Linux-Treiber dafür. Und deswegen, wenn so ein Tablet irgendwie rauskommt, dann ist am nächsten Tag auch irgendwie der Treiber dafür in Linux drin. In X, denke ich, oder wird das vom Kernel übernommen? Müssen wir nochmal nachschauen. Ja, also wir haben auch etwas interessantere Pinsel hier. Das ist... Okay, das Gekritzel, was halt auch mal in einigen Punkten angemessen ist, alles drucksensitiv. Dazu muss man sagen, die Idee von MyPaint, also das Konzept ist, das ist so ein SketchUp-Tool. Das ist dazu da, um ein Projekt anzufangen. Das sagen die Entwickler selbst, um es zu Ende zu machen. Also zu Ende macht man so eine Sache in der Regel in anderen Programmen. Das ist halt wirklich dazu da, um einfach so einen Grunddraft hinzukriegen, um einfach eine Grundzeichnung erstmal klar zu machen, was halt ziemlich gut geht aufgrund, also unendliche Zeichenfläche und so ist natürlich prädestiniert dafür. Und dann kann man das weiter bearbeiten in, wir hatten so ein paar Sachen, sind wir vorhin durchgegangen, nicht? Also Krita genau. Ist noch etwas aufwendiges Malprogramm. Ich zeige das mal ganz kurz, was wir vorbereitend für euch gemalt haben. Bitte nicht erschrecken. Welches von den vielen war das? Ich nehme jetzt einfach mal, ich glaube, das war das. Ja, kann man ruhig aufwärmen. Ist genau, auch wir haben ja hier immer noch eine Crew im Hintergrund und was die so machen. Achso, und nee, das war nicht die Crew. Die können noch viel besser zeichnen als wir. Mhm. Ja, nicht nachmachen, nicht so Nachahmung holen. Macht was Besseres mit dem Programm, das kann wirklich eine ganze Menge. Müssen wir das jetzt auf, also wenn das jetzt noch auf Leinwand wäre und. Vielleicht kann man noch was Gutes, vielleicht kann man es noch retten. Ach genau, was man vielleicht... Man kann davon einen Greenscreen man kann hier, das verkaufen oder so. Paul vielleicht erzählt, verschiedene Layers hier auch. Mhm. Man kann den einen schützen und sagen, jetzt koloriere ich den anderen das vielleicht. Das ist natürlich wichtig, ja. Genau, das ist, wenn man vorher was mit Schwarz-Weiß gemalt hat und das danach rekolorieren will. Was wir auch mal zeigen wollen, wir wollen euch mal was zeigen. Und der Dank geht an jemand anders natürlich. Und schön, dass wir das hier zeigen dürfen. Jetzt muss ich das nur noch zoomen, wenn ich es hinkriege. Ah, das ist die falsche Richtung. Ja, das genau. Hat unser Produktionsassistent. Kann man ihn so nennen? Ja. Wir haben den Posten gerade vergeben, oder? Ja. Genau, unser Produktionsassistent, der hat das vorhin einfach so vom Screen abgezeichnet, während wir da geredet haben. Okay. Das nächste, was wir euch zeigen wollen, ist die Distribution des Monats. Das ist die zweite freie auf der FSF-Seite. Dragora! Auch Richard Storm besteht ja mal darauf, dass hier GNU Linux steht. Vorne das GNU in der Linux, weil Linux ist ja letztendlich nur der Betriebssystemkern. Weiter nichts, ne? Ja. Ja. Nur. Okay, was ist Dragora? Was gibt es Screenshots davon? Es gibt wohl eins, da habe ich zumindest dieses Logo gefunden. Okay. Als Hintergrundbildschirm, ansonsten war es ein XFCE. XFCE, okay. Ja. Ja, es gibt hier auch einen User Guide, der wird schön erklärt, was Dragora 2 so mehr oder weniger auszeichnet, was so wahrscheinlich anders ist. Die beschreiben ihre Package Management Systeme, Init-System, Kommandozeilen-Tools und ihre Filesystem-Hierarchie. Ich glaube, also, irgendwo war noch eine Seite zur Philosophie hinter der Distribution. Genau, das müsste hier gewesen sein. Ja, die sind halt auch wieder einfach gehalten, versuchen möglichst nichts automatisch zu installieren, was man nicht haben möchte. Deswegen auch nur ein XFCE-Desktop. Das würde mich nochmal interessieren, wie viel in dem mittlerweile mit drin steckt. Aber das könnt ihr zum Beispiel selbst rausfinden, indem ihr euch das ISO runterladet und einfach mal laufen lasst. Genau, und wenn ihr mögt, dann auch gerne ein Antwortvideo posten. Uns wird es interessieren. Genau. Inspiriert uns vielleicht auch zu einer besseren Qualität von GNU Kunst. Okay. Dann geht es als nächstes zu einer weiteren Android-Applikation, die wir euch vorstellen möchten. Dazu müssen wir wieder natürlich zum anderen Screen-Capturing-Modus wechseln.
Bis gleich. Wo machen wir den Screen heute? Da, wo machen wir den Screen? Der ist, glaube ich, wieder wie immer da. Ich glaube, so machen wir es, ja. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir auch wieder mit einer neuen Android-Applikation. Nachdem wir mal eben das Android Screen Capture eingerichtet haben. Genau, nachdem wir das mal eben mal gemacht haben. Das ist dunkel geworden, oder? Ja, verdammt. Okay. Und woran lag es denn eigentlich? Daran, dass du dein Android geupgradet hast und die Busybox auf dem Handy, auf dem wir letztes Mal gecaptured haben, die kann jetzt kein Netcat mehr und dann haben wir jetzt doch das Tablet irgendwie klar gemacht zum Capturen und so ist das ja manchmal mit Custom Homes. Ja, genau. Aber wollen wir mal zu dem kommen, was wir eigentlich heute vorstellen wollen? Mhm. Einen schönen Akai, genau. Genau. Schönen Kalender für Android. Okay, das Dumme bei dem mitgelieferten Kalender ist natürlich, das ist uns ja viel zu vergoogelt. Nicht? Der synchronisiert nur gegen den Google-Kalender und dann gibt es, glaube ich, noch kostenpflichtige Plugins, dass der andere Sachen machen kann oder so. Nee, es gibt da was Schöneres. Da was richtiges Freies. Mhm. Genau. Im F-Droid-Repository gibt es Akai. Akai ist eine Kalendersoftware, kommt das Capturing jetzt mal hin? Ja, hervorragend. Akai ist eine Kalendersoftware, die es ermöglicht, eigene KaiDAV-Server einzutragen. Ich glaube, dazu kommen wir später noch. Also man kann in so einer Akai-Installation halt mehrere Server haben. Wir haben jetzt unseren speziellen GNU-Funst-Server hier. Auf einem Server können mehrere Kalender liegen, die man benutzt. Das ist jetzt, in dem Fall haben wir jetzt einen privaten Kalender, das ist der Default-Kalender. Und wir haben einen geteilten, in den mehrere Benutzer Einsicht haben. Das wird allerdings auf dem Server eingerichtet. Default-Kalender in Shared. Ja, kommen wir mal zur Sache. Gucken wir uns mal so einen Termin an. Ja, genau. Ja, auch bei Tablets stößt man mittlerweile an Probleme mit der Rechenzeit. Okay, Termin am 20. Dezember, ganz wichtig, ist das Linux-Works-Treffen. Das findet wöchentlich statt, deswegen auch am 27. wieder so eins. Schaltet er den Termin um? Na? Schnell sagt. Ah, genau, 27. Das sind Termine aus dem Shared-Kalender, deswegen ist das hier gelb. Und hier gibt es zum Beispiel noch den privaten Kalender. Das ist genau am 17. Morgen. Oh, jetzt wisst ihr, wie lange wir brauchen, um die Sendung zu produzieren. Das wäre zum Beispiel aus dem privaten Kalender. Da kann man auch nochmal so Einträge haben. Und privater und Shared-Kalender serverseitig. Machen wir später. Das ist die Applikation. Genau. Wir haben Kalender, wir haben Termine. Wir können so einen Termin mal hinzufügen. Und sagen, nee, den Termin, den nennen wir Foo. Und der geht vom 17. Dezember um 9 Uhr, das ist gar nicht so übel. Naja, sagen wir mal, ja, 19. Dezember. Ist irgendwas Spezielles am 19. Dezember? Ist doch egal, wir müssen ja Foo machen. Mhm. Foo. Von daher ist es egal. Foo geht immer, ja. Foo genau. Immer. Zeitzonen nicht vergessen. Okay, und der geht von mir aus von 9 bis 10 Uhr. Ganz täglich? Ach, mach nicht so was Kompliziertes. Man kann mehrere Alarme dafür setzen. Also der kann einen irgendwie eine Stunde vorher erinnern, dass man losfahren muss. Und dann kann er einen 15 Minuten vorher nochmal dran erinnern, dass man... zwei Stunden immer ganz gut, weil wenn man in Berlin nämlich unterwegs ist, muss man immer eine Stunde Verspätung einplanen und eine Stunde Reisezeit. Gerade jetzt im Winter, nicht wahr? Okay, ja, wir können sagen, in welchen Kalendern der auftauchen soll. Default-Kalender, Shared. Jetzt ist er im Shared-Kalender. Lassen wir den im Shared? Ja, lassen wir den im Shared. Okay, Termin hinzufügen. Ja, das geht alles ganz fix, wenn man nicht so ein aufwendiges Screen Capture im Hintergrund laufen hat. Ja. Das müssen wir irgendwo, da müssen wir mal ein Wiki machen, oder? Oder das im Git dokumentieren? Wieder, weil wir das mit dem Screen Capture? Ja, das sollten wir unbedingt mal machen. Jetzt das ist auch fair. Vielleicht sieht da auch sind die Zuschauer ja neugierig. Ja, vielleicht sieht auch vielleicht Potenzial zur Verbesserung. Mhm. Und dann stehen wir hier nicht immer so da und brauchen vier Stunden, bis wir entweder den nächsten Take aufnehmen können. Ich glaube, der Termin war jetzt so eingerichtet, dass er vom 17. Dezember um
9 Uhr bis zum 19. Dezember um 10 Uhr geht oder so. Ja, wie gesagt, Fu geht ja also immer. Also ne? mehrtägige Termine gehen auch, aber ja. Für Fu ist immer Zeit. Wenn mein Tablet dann nicht morgen um 8 klingelt, das würde mich nerven. Wie sieht es denn mit Tasks aus? Ich meine, man muss ja auch wissen, guck was mal. Man unter... Guck mal, nicht da schlecht, haben wir sie. Ja, da klicke ich da jetzt mal direkt mal drauf, ja. Hier. Tasks. Oh, da hat schon jemand, unser Mann im Schatten, der Erik, der hat schon in den Shared-Kalender einen Food-Task eingetragen. Das müssen wir unbedingt noch machen, oder? Mach mal, ja. Ist ja, wichtig. Mach mal. Mhm. Mhm. Ja, genau. Da eigentlich mach Fu stehen mach müssen. Mal, mach ja. Fu. Ja, okay, im Kalender kann man halt wechseln zwischen diesem Task-Modus und dem, kann man? Ich glaube, da gibt es keine Option. Genau. Ansonsten hat der Schnellstarter, um halt für ja, Archive und Archive Notes und Kyle Task. Also um den Task, um die Task-Ansicht hochzubringen oder die Kalenderansicht, und dann gibt es auch noch Notizen. Ja. Jetzt werdet ihr euch sicher fragen, letztes Mal hatten wir so viele Alternativen für das eine Programm, was wir gefunden hatten. Diesmal gibt es wirklich keine. Und das ist echt. Ja, erstaunlich. Es gibt wirklich keine andere freie Alternative für Android, wo du auch einen zentral gehosteten Kalender anbinden kannst. DAV-Client habe ich so richtig nicht gefunden. Nee. Ja, Arkay, wir geben zu, das Hintergrundbeet, das ist... Echt Geschmackssache, aber... Das ist ja freie Software. Das ähnelt ein bisschen unserem Intro, ne? Das hat ein bisschen was, dieses Blau-Weiß. Das könnte von uns sein, aber haben wir nicht gemacht. Ist es aber nicht. Haha. Wir können keine Schmetterlinge malen. Genau. Nee, Schmetterlinge. Bunte womöglich. Nee. Gut. Lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Ja. Könnt ihr selbst mit synchronisieren. Ach so, ich sagte, ich muss aufpassen, dass bei mir morgen um 8 nicht das Tablet klingelt. Aber das war ja der geteilte Kalender. Das heißt, wenn ich das mache, bei André klingelt trotzdem das Handy morgen um 8. Das musst du mir erklären. Das verstehe ich. Du hast den Termin jetzt auch drin. Du benutzt auch den Shared-Kalender, oder? Kommt drauf an, ob ich die Erinnerung dafür eingestellt habe. Hast du den schon eingerichtet? Ich denke schon, ja. Mindestens auch, nee, mein Handy nicht. Auf meinem Handy Cheater. Nicht, sondern nein. Ich hab's. Cheater. Nur okay. Auf meinem Laptop. Also der André wird Desktop. Nicht wach. Ja. Ich muss selbst den Alarm rausnehmen. Mein Notebook ist morgen um 8 aus. Gut, so viel zur Gnutiful Up. Genau, und jetzt geht's weiter mit den Gnus. Gnus. Willkommen zu den Gnus. Paul, wir haben heute wieder ganz schön viele neue Nachrichten. Ganz schön viele Gnus. Ganz schön vollgepackt diesmal. Wir fangen gleich an mit dem reizenden Thema von Canonical. Ne? Ja, Canonical, ja. Was die FSF uns gefährlich ist gerade. Auf die Gefahr, auf die uns die FSF gerade wieder mal hinweist. Ja. Wir haben da so ein bisschen Spyware. Also die FSF oder Richard Stallman in Person hat ein bisschen Spyware gefunden. Ja. Ja, ach, was reden wir hier? Festgestellt, ja. Ihr kennt das eigentlich schon, das ist schon hoch und runter gegangen durch die Presse. Ist eine monatliche Sendung, ne? Ja. Was freut ihr? Aber da gibt es noch ein bisschen mehr Marketing aus der Richtung. Mhm. Ne? Ja, was haben sie gemacht? Also sie haben halt festgestellt, dass Ubuntu mittlerweile irgendwie ziemlich stark mit Amazon integriert ist. Das kriegt man so richtig auch nicht weg übrigens. Also wenn man versucht, diese ganzen Amazon-Pakete rauszuschmeißen aus dem System, dann kommen da ganz, ganz viele Dependencies hinterher und dann sind plötzlich andere Pakete weg, die man vielleicht haben will oder so. Oder wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie die Google-Pakete drin behalten, weil das gerade okay ist für mich, aber die Amazon-Pakete nicht, das ist nicht so einfach. Und naja, da ist Ubuntu natürlich dann ziemlich gut in die Kritik geraten, angestoßen durch einen Blog-Eintrag von Richard Stallman. Was ist das grundsätzliche Problem? Also Ubuntu hat einen Dashboard und eine voll integrierte Desktop-Suche und man macht also in der Regel in Unity dieses Dashboard auf und er fängt an zu und tippt irgendwas ein und dann fängt er an zu suchen. Und das schickt es dann zu Canonical und die filtern genau. Das nochmal ein bisschen. Also er fängt halt an, so ein bisschen auf der Platte zu suchen und er fängt an, so ein bisschen im Internet zu suchen und er fängt an, so ein bisschen bei Amazon zu suchen und alles, was ich da eingebe, geht halt erstmal zu Amazon und Canonical.
Ja, Mark Shuttleworth hat jetzt geschrieben, das ist schon okay. Amazon ist, das sind unsere Buddies, die machen das alles ordentlich. Und dann hat er geschrieben, dass man ja, naja, okay, dass die haben jetzt in die Version, da war halt die Deadline, da haben die nicht mehr die Option reingekriegt, dass man das noch ausschalten kann. Und wenn ihr den Ausschalter haben wollt, dann committet doch einfach selber was zu Ubuntu, die nehmen das dann garantiert auch rein. Naja, möglicherweise sind ja bestimmte Suchfunktionen auch doch vielleicht wichtig, wenn man wirklich das Feature nutzen will, also als Suche. Nee. Und wenn man dann ganz andere Online-Funktionen eben nicht suchen kann, dann muss man gleich alle abschalten. Das finde ich eher schlecht. Also das ist wieder mal nicht so konfigurierbar, nicht? Aber ja, dafür ist es einfach. Halt nur, du kannst halt nur alle Suchfunktionen ausschalten oder... Also der Unity-Desktop war jetzt noch nie dafür berühmt, dass er besonders konfigurierbar ist, was ja auch seinen Grund hat. Also die wollen halt immer, dass jeder Benutzer das gleiche System vorfindet bei Unity und so. Ja, aber das fehlt hier so ein bisschen, dass ich da will ich dann doch mal irgendwie eine Einstellung machen können an der Stelle. Und an der Stelle ist es wirklich wichtig. Und das einfach so hinter den Teppich zu kehren, wie Mark das da versucht. Ja, das ist auch nicht so ganz zufriedenstellend, die Antwort, die er darauf gibt, sagen wir. Das ist ganz schön gefährlich. Weiter im Stoff? Ja, ich wollte eigentlich schon weitermachen, weil es gibt ja noch was Neues. Neues Marketing von Mark. Mark. Ja. Im Wesentlichen sagt er in seinem neuesten Blogpost vom 26. Dezember, also vom letzten Jahr, dass jeder, der vorher schon zufrieden war mit freier Software und jetzt Probleme mit irgendwelchen Lizenzen hat, der muss ja Ubuntu nicht benutzen. So im Wesentlichen lese ich das zwischen den Zeilen. Der muss ja Ubuntu nicht benutzen, das sagt er ja so nicht. Das sagt er so nicht, Fiese, aber könnte man... Also ich würde sagen, man muss ja Ubuntu nicht benutzen. Ne? Da können wir eigentlich einen Strich drunter machen. Ja, genau. Dann muss man auch das neue Ubuntu Phone auch nicht benutzen. Aber das ist shiny. Ja. Es ist die Zukunft. Das ist, was ist denn noch alles? Er hat doch in seinem Video gesagt, was es alles ist. Es ist elegant, es ist die Zukunft, es ist awesome. Es ist kein Lockscreen, es ist ein Wacom-Screen. Genau, ja. Sonst hat er eigentlich nicht viel gesagt, glaube ich. Aber er hat 20 Minuten dafür gebraucht. Ja, wir sind ganz schön anti heute. Heute, ja. Hm. Lass uns mal versuchen, weniger anti zu sein in der nächsten Nachricht. Eher traurig, ne? Traurig. Gefährlich, ja. Der Grep und SED-Maintainer hört auf, hinterlässt aber noch ein paar Features und so lässt traurig natürlich... ist jetzt auch nicht, aber er bewegt sich vom GNU-Projekt weg in andere Gefäde. Also er schreibt weiterhin freie Software, sagt er. Er kümmert sich mal ein bisschen mehr um seine Familie. Das soll er mal tun. Und er meint halt, also er hat halt in seinem Abschiedspost, hat er halt nochmal so ein bisschen Kritik für das GNU-Projekt hinterlassen. Das ist der letzte Post. Oh, nehmen wir den oberen Teil zuerst? Ja, also er sagt halt, was für Features in Z reingekommen sind und endlich. Also Z ist ja nur als Tool so ziemlich fertig, aber was mir gefehlt hat, war der Unbuffered Input. Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist wirklich cool, dass er das jetzt noch reingebracht hat als letzte Amtshandlung. Also wer schon mal mit Z so ein bisschen mehr gemacht hat und das mal in irgendwelche Shell Loops eingebaut hat, der hat sich vielleicht schon drüber geärgert, dass man einmal Z aufruft, um zwei Zeilen zu bearbeiten und plötzlich konsumiert das dann aber irgendwie doch noch 1000 Zeilen Input. Und man konnte es nicht abschalten, das kann man jetzt endlich, sagt er. Ja, ist technischer, okay. Ja, was schreibt er noch? Er meint halt, okay, das GNU-Projekt, das ist so ein bisschen, das ist nicht mehr so ganz auf dem Zahn der Zeit. Dazu muss man sagen, GNU ist ja eigentlich ursprünglich gar nicht das Betriebssystem, vor dem wir hier gerade sitzen. Das besteht ja eigentlich nur zu einem kleinen Teil aus GNU. Also GNOME ist ein eigenständiges Projekt, der ganze X11-Server ist ein eigenständiges Projekt. Irgendwie 1000 Sachen, die ich auf der Kommandozeile benutze, ein M-Player, VConf, was benutzen wir noch alles, sind halt eigenständige Projekte. Aber diese ganzen Kern-Unix-Utilities, also wenn ich irgendwie LS eingebe, wenn ich, das ist halt das GNU-Projekt, das sind die GNU-Utilities. Und
ja, dann soll es halt, GNU hat immer versucht, auch noch so Programme mit in das Projekt reinzuziehen, die halt auf höherer Ebene angesetzt sind. Es gibt einen Videoeditor, glaube ich, aus dem GNU-Projekt und so. Und was der Maintainer hier sagt, ist, dass... dass es mehr schadet, dass auch die Arbeit von FSF und Richard Sohmann dem GNU-Projekt mehr schaden als das, nützen. Dass es nicht mehr so schön ist, sich dieses Label aufzudrücken. Die Richtlinien umgehen in dem Projekt mittlerweile für Entwickler sehr, sehr unattraktiv geworden sind. Und er findet es halt altbacken und sagt, es gibt einige Projekte, einige Flaggschiff-Projekte im Free-Software-Bereich, die wirklich was verändern. Und er meint halt, die hätten von GNU kommen können, die hätten von GNU kommen sollen, aber solche Projekte können eben nicht mehr von GNU kommen und so. Das ist halt seine persönliche Meinung. Ja, aber ich sag mal, das Betriebssystem, was wir hier benutzen, das besteht halt aus vielen Komponenten. Und von mir aus muss GNU nicht das Einzige sein, was du da drin hast. Kommt ganz auf den Anspruch an. Aber okay, Samba 4 ist fertig. Wir haben ein erstes freies Active Directory. Wunderbar für den Mischbetrieb von Linux und Windows. Wer es schon mal ausprobiert hat, hat sich darüber geärgert, dass das jetzt so langsam ist bei Dateifreigaben und so. Aber Samba 4 ist halt nicht mehr nur das. Also Samba 4 ist nicht mehr nur eine Dateifreigabe, was Samba 3 immer war. Und wenn ich bei Samba 3 eine Windows-Umgebung dranhängen wollte, dann musste ich immer noch irgendwie einen OpenADA branflanschen, was irgendwie meine Active Directory-Strukturen bereitgestellt hat. Und ich musste noch irgendwie schauen, dass ich Kerberos zum Lauf... Ja, genau. Das macht Samba jetzt alles out of the box, sagen sie. Gibt ein schönes Video, das ist auch irgendwo verlinkt in diesem Artikel. Mhm. Mach das jetzt nicht, dann geht alles genau, kaputt. Genau, nee, machen wir nicht. Und da wird schön erklärt, wie einfach es wohl ist, so eine Samba 4-Domäne dann auch aufzusetzen und sich dann mit einem Windows-Client zu verbinden. Was sie nicht zeigen, und das finde ich ja eher schade, wie man dann auch, wie sich so ein Linux-Client, so eine gefakte Windows-Domäne letztendlich Samba 4 anmeldet. Ist Samba 4 vor einigen Monaten nicht sogar das erste Projekt geworden, das erste bestehende Free-Software-Projekt, zu dem Microsoft einen Patch beigesteuert hat? Ja, so als Anekdote nebenbei. Ja, wenn ich eine reine Linux-Infrastruktur einrichten will, dann gibt es aber vielleicht noch Lösungen, die weniger schmerzhaft sind oder eleganter sind, als Samba 4 zu benutzen. Open LDAP direkt und nicht eine eigene LDAP-Implementierung genau, wie bei Samba 4. Also mitunter NFS ist natürlich viel schneller, hat auch nicht die Sicherheitsfeatures, die Samba hat, muss man dazu sagen. WebDAV geht da eher in die Richtung und ist immer noch schneller als Samba. Anmeldung direkt über OpenADAP ist auch relativ schnell eingerichtet, wenn man die Sachen nicht komplexer werden lässt. Also ich würde für mich gehört Samba eigentlich immer noch so in die Integration mit Windows-Umgebungen rein. Genau, wenn man keine Windows-Clients hat, dann kann man auch getrost darauf verzichten und das mit anderen Mitteln realisieren. Eigentlich genau. Schon, ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ist auch schon ein bisschen länger unterwegs. Das Thema ist aber, finde ich, immer noch interessant. Die alte Hardware von Linus Torvalds, wo er auch mal die erste Version vom Linux-Kernel, den wir hier alle lieben und schätzen. Das hat er so süß beschrieben in seiner Biografie, dass der sich dann noch das Geld durch Spenden zusammengebettelt hat, sozusagen, für seinen ersten 386er. Genau, und der funktioniert mit dem neuesten Linux-Kernel funktioniert jetzt, die alte Hardware nicht mehr. Er hat selbst dafür, dass er sich aus der Maintenance zurückzieht, hat er jetzt quasi trotzdem nochmal den Patch abgesegnet, der den 386er-Support kaputt macht. Genau. Und er ist nicht sentimental, meint er. Es soll einfach schön weitergehen, fluffig, wie auch immer. Jo. Ja, ist auch eine Plattform, die eigentlich wirklich nur noch nostalgisch ist. Ja, können wir ihm eigentlich zustimmen, oder? Ja. Es gibt eine schöne Reaktion von Brian Lando, der Urvater der Linux Action Show, die wir ja gefolgt haben. Er nimmt es ein bisschen auf die Schippe, freut sich aber auch ein bisschen darauf, was es für neue Dateinamen für ISOs geben wird. Er findet das wunderbar.
Ja, genau. Hier zum Beispiel das neue Ubuntu 13.04, falls ihr es dann überhaupt runterladen wollt. Ja, ich habe dann die AMD 64 ISO und die i3... Ja. Ja. Auf der anderen sagt er, was ist, wird 486 auch irgendwann aus dem Kernel verschwinden und dann wird es nochmal richtig lustig? Ich schätze, das geht nicht so, das wird nicht ganz so fix gehen. Es hat sich halt von der 386er zur 486er Architektur hat sich am der 386er war so der erste 32-Bit-Versuch von Intel in der jetzigen in dem, was wir an CPUs heutzutage haben, sozusagen der Großvater. Aber es hat sich zum 486er hin, haben sie dann nochmal einige Bugs ausgebügelt aus der Prozessorarchitektur und das ist im Prinzip der Grund, warum der 386er Support jetzt fallen gelassen wurde. Und 486er ist eigentlich noch wesentlich näher dran an den Prozessoren, die heute unterwegs sind. Ich glaube, dass einer der Hauptgründe für das Entfernen dieser alten Unterstützung dass man halt schneller neue Sachen für den Kernel entwickeln kann und nicht alte Sachen nachpflegen muss. Ja, natürlich, na klar. Und wir können uns also auf schnellere Entwicklungen im Linux-Kernel-Bereich freuen. Ja, das würde ich jetzt nicht... Wir können uns darauf freuen, dass die Entwicklung nicht weiter verlangsamt wird, ja. Oder so. Nicht dadurch. Genau. Im Prinzip ist, wenn wir ehrlich sind, alles, was heute auf dem Tisch steht, ist mindestens 686er. Ja. Aber bevor wir noch zu weiteren Kernel-Neuigkeiten kommen, haben wir noch ein bisschen ernsteres Thema über Softwarepatente. Ja, die Europäische Free Software Foundation hat darauf hingewiesen, dass jetzt ein ziemlich gefährliches Patentsystem wieder eingeführt wurde. In Europa. Also bisher hatten wir ja immer die Situation in Europa, dass alle europäischen Staaten haben eigene Patentämter. Jemand, der in Europa ein Patent anmelden möchte, der muss das bei allen Patentämtern einzeln machen. Es wird jetzt ein europäisches Patentamt geben, ein zentrales. Das ist schon seit Ewigkeiten in Diskussion. Und es wird keine Softwarepatente geben in Europa oder soll es nicht oder gibt es offiziell nicht, bis auf, dass dieses europäische Patentamt einfach schon mal angefangen hat, welche zu vergeben. Ja, das machen die halt einfach. Und genau dieses Patentamt, was die Softwarepatente jetzt einfach schon vergibt, wird dann nach dem neuen europäischen Patentrecht auch einziger Richter darüber sein, ob ein Patent Gültigkeit hat oder nicht. Also das wird nicht mehr von einem separaten Gerichtshof übernommen oder so, sondern das ist jetzt nur noch das Patentamt selbst, was die Patente schon... Also das ist alles ein bisschen diffus und da gab es halt ganz, ganz viele Juristen und natürlich auch politische Parteien, die da einfach aufgeschrien haben. Darüber, dass man das jetzt so im Europäischen Parlament, das Europäische Parlament, darüber, dass man diese leidige Diskussion, der man lange schon müde war, jetzt auf die Weise zu Ende gebracht hat. Bis zum 1. Januar, also genau in einem Jahr grob, muss es auch ratifiziert werden in den einzelnen Mitgliedstaaten? Also in denen die. Und wenn es nicht wird, dann tritt es automatisch ab 2014 in Kraft, ja. Also es ist ernst zu nehmen, wir bleiben da an dem Thema auf jeden Fall dran. Wir hatten vor einigen Jahren, als die Softwarepatente in Europa so stark in Diskussion kamen, haben wir auf den Webseiten vom Emplayer-Projekt und von VLC halt schon die deutlichen Warnungen gesehen, wenn es Softwarepatente geben wird, dann wird unser Projekt so in der Form nicht weiter existieren. Das haben die Emplayer-Leute, die haben das als das Damoklesschwert der Softwarepatente bezeichnet. Fällt mir ein, wir mussten doch heute bei Fedora Emplayer aus einem anderen Repo holen vielleicht. Ja, das hat auch mit den Debian hat sich auch sehr lange schwer getan, M-Encoder überhaupt reinzunehmen in diese Distribution. Ja. Aber man merkt schon ein bisschen, dass da was kommen könnte. Also, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Die FSFE wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch nochmal weitere Aktionen starten. Und wenn ihr aktiv werden wollt, ihr solltet jetzt aktiv werden. Das ist der richtige Zeitpunkt. Gehen wir zum nächsten Thema. Mhm. Ein bisschen Fedora wieder mal. Wir hatten in der letzten Sendung wieder ein bisschen was gefunden. Man möchte... Schrödingers Katze ist schon gar nicht mehr da, oder? Man will trotzdem zur richtigen Zeit fertig werden. Wie machen die jetzt einen Release? Man weiß es nicht genau. Erst 8 Monate dafür brauchen und jetzt wollen sie in vier Monaten ein neues Release schaffen. Deshalb auch Speedy Gonzales, ja. Ja. Aber
eigentlich heißt es Schrödingers Katze. Verrückt. Oder ist das das jetzt schon das danach? Und was auch interessant ist, es wird auch ein Gnome 3.8 drin sein. Man sieht es an den Terminen. Die erste Fix-Version von dem Gnome 3.8 kommt schon vor der ersten Beta von Fedora 19, wenn sie denn kommt. Das weiß man ja alles nicht. Die kommt nämlich am 23. April. Ja, im April werden wir das dann vielleicht wissen. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Ne? Vielleicht auch erst im Mai. Termine sind ja flexibel bei Fedora, wie wir gelernt haben. Auch bei jeder Distribution eigentlich. Kann sich schon mal, kann schon mal leicht ins nächste Jahr rutschen. Okay, weiter? Nächstes Thema. Wieder ein bisschen was anderes. Ja, HTML5 ist jetzt fertig. Naja, die Frage ist, die meisten Rendering-Engines machen sowieso, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt alle Rendering-Engines irgendwie jemals die Intention gehabt hätten, sich exakt an den HTML5-Standard zu halten. Es sind halt ein paar Tags dazugekommen, die halt mehr oder weniger schon von den meisten Major-Browsern unterstützt werden. Und es sind vor allem viele Tags weggefallen und ich sehe nicht, dass Browser jetzt aufhören werden, die halt einen HTML4-Tags zu unterstützen, wenn ich die einfach so einen HTML5 reinschiebe. Das Wesentliche ist ja, dass man versucht, mehr die Struktur des Dokuments und die Beschreibung des Aussehens, also CSS, war ja schon ein bisschen zu trennen. Das interessiert mich allerdings. Bei CSS wird halt trotzdem noch, da haben wir jetzt vor der Sendung mal ein bisschen unterhalten, dass man dann immer noch diese bestimmten Eigenschaften hat, wo steht Mozilla und ja. Statt richtige standardisierte. Ja, also das darf man nicht, das darf man nicht vergessen. HTML5 ist nicht CSS 3. Also von CSS 3 steht ja noch nichts. Werden wir, wenn wir CSS-Files schreiben dürfen, irgendwie Dash Mozilla Corner Radius eintippen dürfen und Dash WebKit Dash Corner Radius. Das war ja eigentlich das wirklich Hässliche. Ja, Trennung von Inhalt und Aussehen war ja eigentlich immer der Gedanke hinter HTML und CSS. Vielleicht funktioniert es diesmal, weil in freier Wildbahn habe ich es noch nicht gesehen. Ja, auf der anderen Seite, man sollte nie eine Nuller-Version nehmen. Die arbeiten schon an der nächsten Version des Standards 5.1. Naja, dann geht ja alles in Gang. Genau. Einen Schmankerl können wir euch noch zeigen. Der Header. Ihr kennt diese Doc-Types, oder? Ja. Die man gruselig, man muss immer irgendwo nachgoogeln, um die rauszufinden, was man jetzt einmal. Hier HTML. Am Ende landet ihr bei Self-HTML und guckt euch das an. Das war ja eigentlich, fand ich, so das Bequemste bei HTML5. Deswegen sind alle meine Webseiten jetzt auch HTML5, weil ich spare mir einfach diesen unheimlichen Doc-Type. Der sieht jetzt nämlich. Genau, so sieht er nämlich aus. Ziemlich so aus. Einfach. Ihr braucht einfach nur Doc-Type HTML und fertig ist die Laube. Spannend wird, wie machen sie es dann bei 5.1? Ich glaube, der bleibt so. Dann schreiben sie ein HTML 5.1 oder wieder Eigenheit oder was da alles. Ich glaube, der bleibt einfach so. Was da hin muss. Ja, die werden schon das Richtige machen. Vertrauen einfach mal. Das wird auch einfach rückwärtskompatibel bleiben, dann ja. Wird's. So wie immer, die Browser sind sowieso schneller als der Standard, von daher. Okay, Puls Audio. Puls Audio 3 ist fertig. Puls ist so, wie wir wissen, das X11 für Audio. Oder das freie AirPlay für Linux. Schwierige. Also das Coole an Puls Audio ist ja, ich kann ja irgendwie jedes Soundgerät in meinem Netzwerk irgendwie von jedem Abspielgerät aus steuern. Ich kann irgendwie live, während ich Musik abspiele, mal eben meine Ausgabe auf eine andere Maschine umbiegen und so. Das ist eigentlich das Coole. Alle anderen nervt Puls Audio immer nur. Also ich glaube, der Leonard Pöttering hat, der Titel von seinem Blog ist ja I'll Break Your Audio. Ich denke, das haben die meisten Leute bisher irgendwie mal festgestellt im Zusammenhang mit Puls. Aber eigentlich finde ich es ziemlich cool. Ja. Dieses Netzwerk-Stream müsste ich ja dann vielleicht auf meinem Raspberry Pi vielleicht auch mal hinbekommen. Der startet bloß immer mit einer Warnung. Den hast du jetzt, oder? Habe ich. Aber der ist schon hier verkabelt, angeschlossen. Ich kann ihn jetzt nicht mal eben zeigen. Was wir natürlich verkehrt gemacht haben. Ja. Okay, dann lässt sich Puls Audio wieder nur über GTK-Applikationen konfigurieren. Dann, also so einfach mal ein VI anheizen, das wird ziemlich schmerzhaft mit Puls Audio. Da wirst du deinen Raspberry Pi erstmal mit GTK-Bibliotheken bestücken müssen. Die sind, glaube ich, auch schon drauf. Bei Raspbian ist ja viel, weil auch... Dann ist es
ziemlich anstrengend, Pulse Audio einfach mal als Root-Applikation laufen zu lassen, eben auf so einem Embedded-Gerät, sondern also am einfachsten, am besten kann man damit immer noch umgehen, wenn sich einfach ein Benutzer einloggt, in dessen Session dann Pulse gestartet wird. Eigentlich, die Software ist cool, das Design drumherum, ja, das ist halt dann mehr aus dem genauen Desktop geboren und nicht so aus dem richtigen Unix. Also ich finde es cool, ich werde es ausprobieren. Cool ist es auf jeden Fall. Da sind ein paar bei 3.0 viele Sachen unter der Haube fertig geworden, so wie ich das verstanden habe. Hier irgendwas mit dem ISA Use Case Manager. Ich kann jetzt latzbar in Pulse und Filter, rein, genau, die können in Echtzeit sogar über die Debo-Schnittstelle, weiß keine Ahnung, wie schnell das dann wird über Debo. Das ist kein Problem. Gerade wegen Latenzen, wenn man irgendwas mit Echtzeit-Filtern hat. Nee, Debus hat eigentlich kaum Geschwindigkeit. In der Echtzeit-Applikation ist es eher nicht, denke ich. Aber Debus hat eigentlich nicht wirklich Geschwindigkeitsprobleme. Das Problem bei Debus ist mehr so die Architektur. Also ich habe dann schnell meinen Service, der irgendwie wegraffelt und plötzlich nicht das macht, was andere Services von ihm erwarten. Nee, aber schnell ist Debus eigentlich. Das kann man jetzt nicht vorwerfen. Also für mich hört sich das gut an, architektonisch zumindest nicht so schlimm, wie du eben meintest, aber wahrscheinlich ist das nur ein Teil, der vielleicht... Also meine Audio-Fader im Sound-Server zu haben, finde ich eigentlich gerade interessant. Dieses UCM gehört... Wahrscheinlich dauert es dann, vielleicht werden dann irgendwann, wird dann Phonon irgendwann auch nochmal einen Schritt zurückrudern und sich ein bisschen mehr auf Pulse-Audio verlassen, wenn es darum geht, Audio irgendwo abzuladen. Ja, aber Pulse Audio geht ja jetzt schon gar nicht mehr, weil... Genau, geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Der Kernel-Entwickler hat es kaputt gemacht und meint, das kann ja nicht sein, dass Pulse Audio da irgendwas vom Kernel will und wir jetzt gar keine Lust mehr haben, das bereitzustellen. Da war Linus aber ganz schön stinkig auf den Entwickler. Hier übrigens, da. Ne? Linux 3.8, RC1, da ist es. Tatsächlich? Also war, okay, wir haben der, Linux 3.8. Ja, der wird schon entwickelt, so nebenbei. Aber Linus war halt sehr sauer. Er hat ihm ein bisschen das gemaßregelt, wie so ein kleines Kind. Da dachte ich echt... Wie so ein 14-Jähriger im Heise-Forum, ja? Also, ja, also das geht schon ab auf der Liste. Bist erst 10 Jahre hier beim Entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon dabei ist. Wir sehen gerade den Post von der originalen Kernel-Mailing-Liste, wenn du nochmal den Satz dahinter markieren kannst. Nee, das wollte ich gerade nicht machen. alles groß. Es geht noch weiter mit, du hast ja mal so richtig keine Ahnung und was machst du hier eigentlich? Ja. Also was Linus sagt, Linux sagt, ein Kernel darf per Definition keine User-Space-Applikation kaputt machen. Ja. Wenn die vorher funktioniert hat, dann muss er auch in der nächsten Kernel-Version funktionieren. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendein Tune-Up-Utility für deinen 386er ist oder so. Ja, also das ist sehr spannend zu lesen. Also ich habe ehrlich gesagt lange keinen so einen krassen Text von Linus selber gelesen. Also so völlig dafür ist er doch berühmt. Woanders habe ich gelesen, dass er eigentlich sehr moderat ist. Keine Ahnung, das letzte Ding war ja mit Nvidia, ne? Der Stinkefinger für Nvidia. Jeder muss mal, ne? Würde ich sagen. Auch mal ausrasten können, ist das erlaubt. Das schreibt er über sich selbst ganz gern. Ja, dann so. Als nächstes haben wir wieder einen Test für euch. Noch was Nächstes? Ja, genau. War nicht in den News. Das war's mit den News. Ja. Seid gespannt. Willkommen zu unserem OwnCloud-Review. Wir hatten da ja schon mal ein bisschen... Ja, wir hatten vorhin schon mal DAF erwähnt und Arkal und so. Mhm. Und wie macht man das Ganze jetzt? Ja, OwnCloud ist in aller Munde. Das ist halt so eine Web-Applikation, nicht eine von diesen. Wir haben das mal aufgesetzt. Lässt sich ganz toll aufsetzen übrigens. Der benutzt nur eine SQLite-Datenbank. Also er kann MySQL nutzen, wenn man möchte. Aber im Prinzip ist das so, man packt diesen Tarball aus mit lauter PHP-Files drin. Lässt das Directory vom Webserver ausliefern und das Setup, dann ist so ein kurzer Setup-Dialog, der ist eigentlich nicht der Rede wert. Deswegen sparen wir uns den jetzt auch mal vor der Kamera. Genau. Log dich mal ein. Wir loggen uns mal ein. Wir haben da mal was vorbereitet, ne?
Den können wir auch. Okay, ja. Ja, was wir als erstes sehen in OwnCloud ist, also die primäre Funktion, die als erstes irgendwie dick geworden ist und groß geworden ist, ist eigentlich, okay, das ist so ein Online-Dateiheide. Also man kann hier Dateien hochladen. Heide hört sich irgendwie negativ an, finde ich. Also ich finde, OwnCloud ist dann schon ein bisschen besser als eine Heide. Das ist, ich kenne einen Rechnerbetrieb, wo halt immer die, tatsächlich die Fileserver so hießen wie Heide und Haufen und ja. Interessant. Mhm. Dann erstaunlich, dass der nicht so heißt hier. Ne? Nee, der heißt OwnCloud. Ja. Das ist angeblich eine Cloud, muss man dazu sagen. Ist nicht so, ist ein bisschen fraglich, wie cloudig das ist, aber es ownt einen auch nicht. Von daher. Ja, das Schöne ist, man kann es halt selbst betreiben. Okay, klick mal auf irgendeinen Ordner drauf oder so. Ja, also die Idee ist, man kann halt selber irgendwie Ordner anlegen und da Sachen reinpacken. Und wenn man Sachen da reingepackt hat, dann kann man sagen, man möchte die mit anderen Usern der gleichen OwnCloud-Instanz teilen. Mach mal jetzt das Mouse-Hover da hinter der Datei, genau. Ja, hinter irgendeiner. Genau, teilen, herunterladen. Oh, in das ist Fall, der Shared Owner, der dann ja, da der ist ja schon geschehen. Der ist schon, genau. Hier teilen ist interessant. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte anderen Benutzern erlauben, diese Dateien anzugucken. Oder was auch hübsch ist, ich kann Benutzern, die nicht in meiner OwnCloud sind, einfach einen Link vor die Füße schmeißen im IRC-Chat oder via Jabber oder was auch immer. Also ich brauche keine Dropbox mehr, um irgendwas hochzuladen oder so. Ich kann das einfach selber hosten auf meinem eigenen Server und habe dann so einmal Links oder Links, die auch noch irgendwann ablaufen. Also ich kann sagen, ich möchte diese Datei jetzt jemanden irgendwie im IRC-Chat vor die Füße werfen, aber der soll nur noch bis morgen in der Lage sein, die runterzuladen und danach wird sie einfach von alleine irgendwie wieder aus dem Netz genommen. Eigentlich ganz nett, ja. Aber das ist jetzt nur eine Applikation im Webbrowser. Genau, wir haben auf einer... Ist das nur eine Applikation im Webbrowser? Ja. Wir haben da in einer Debian-Box dann noch den Sync-Client installiert. Wir haben es geschafft, weil Fedora, da ging es nicht so ganz, aber das kann daran liegen. Das liegt jetzt an dem Beta-Version, sollte man das vielleicht nicht mehr machen. Das ist geschenkt, das passiert. Ja, das OwnCloud-Projekt bietet da halt so Desktop-Sync-Clients an. Ja. Das ist jetzt in unserem entfernten, auf unserem entfernten Desktop hier, haben wir mal gesagt. Ja, das ist ja dein Desktop eigentlich nicht. Ja, genau. Aber nicht, dass es jetzt heißt, ich würde hier den Fallback-Modus von GNOME 3 benutzen. Ja, ist nur nochmal für euch. Der gibt es ja nicht mehr ab sofort. Deswegen zeigen wir den nochmal so nebenbei. Okay, aber zurück zu OwnCloud. Ja, wir werden sowas von angeschmiert sein ohne den Fallback-Modus. Ja. Genau, wir haben zum Beispiel hier den Shared-Ordner hier nochmal eingehangen und den eigenen Ordner, der zu dem Benutzer gehört. Mhm. Und die dann auch hier mal eben geöffnet. Und die Dateien werden dann sozusagen einfach vollautomatisch auf unsere lokale Festplatte geschaufelt übers Internet. Und ich kann halt sagen, okay, ich möchte diesen OwnCloud-Sync immer aktivieren. Ich kann auch sagen, ich möchte mein gesamtes Heimverzeichnis mit OwnCloud synchron halten. Und ich kann das über mehrere Maschinen machen. Und dieser OwnCloud, das läuft wie so ein Daemon im Hintergrund. Also das ist eine grafische Applikation, okay, aber das verschwindet halt in der Taskbar. Im Sys-Tray. Und der sorgt dafür, dass halt alle Dateien, die ich dann in meinem Heimverzeichnis oder in den synchronisierbaren Ordnern habe, immer hin und her geschaufelt werden zwischen OwnCloud und meinem Desktop und allen anderen Maschinen, auf denen OwnCloud läuft. Und wenn ich mal nicht online bin, dann macht er das nicht. Und sobald ich wieder online komme, macht er sofort weiter mit dem Synchen. Genau, was ich jetzt hier mal probiert habe, ich habe jetzt in der Datei den Text geändert und hoffe mal, dass man das jetzt ja auch gleich sehen kann. Das haben wir vorher gar nicht ausprobiert. Ich lade die einfach mal hier runter, das müsste irgendwie gehen. Nee, du kannst die eigentlich direkt angucken. Genau. Einfach, direkt. Wenn du draufklickst. Und dann müsst ihr jetzt... Genau. Ist das der geänderte Text? Ja, das steht hier drin. Super. Das hat also funktioniert. Hat er sogar revisioniert, wenn du in diesen Breadcrumbs da oben mal wieder zurück auf den Ordner Client-Sync gehst. Ist da jetzt die Historie angegeben, wenn du auf Historie klickst? Das ist... Ist in der Liste was drin?
Ja, oh, genau. Das ist nett. Wir können jetzt hier zurücksetzen. Die Dateien werden alle revisioniert. Das ist eigentlich cool. Und ich muss nicht diesen Sync-Client haben. Ich kann den Sync-Client haben und der ist bequem und damit funktioniert die Revisionierung oder so. Aber ich muss den noch nicht mal haben. Ich kann einfach über WebDAV drauf zugreifen. Genau, das hatten wir hier. Hatten wir vorhin nicht auch schon WebDAV erwähnt? Bei den Samba-Gemüse oder so nicht? Ja. Das ist natürlich jetzt hier, ach genau, da hat man natürlich den vollen Zugriff auf allen Ordnern an einer Stelle. Man muss sie nicht extra konfigurieren. Man sieht alles, auf das der Benutzer Zugriff hat eben. Ich brauche die Dateien nicht auf meine eigene Festplatte runterschaufeln. Also das geht auch, wenn ich irgendwie einen großen DAV-Ordner angucke und selber wenig Plattenplatz habe. Nee, das ist halt alles online, das ist wie so ein Webbrowser. Und WebDAV wird unterstützt von selbst moderne Windows-Systeme unterstützen das out of the box. Irgendwie Apple-Kram ist das. Also das ist halt was man auch mal irgendwie, keine Ahnung, in der Schule den Mitschülern in die Hand drücken kann oder sowas. So eine OwnCloud-Instanz, ja, ist eigentlich, da merkt man halt, wie praktisch offene Standards sind an der Stelle. Ja, die meisten Desktop-Systeme unterstützen das. Irgendwie der Midnight Commander kann glaube ich, auch WebDAV oder möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der kann sonst alles. Der kann WebDAV, glaube ich, nicht und wenn dann nicht out of the box. Kadaver für WebDAV, das ist eine schöne Kommandozeilen-Applikation, ein schöner Command-Line-Client. Was gibt's noch? Genau, was gibt's noch? Musik gibt's noch mit. Oh ja. OwnCloud? Also OwnCloud hat quasi so Applikationen und die sieht man da links am Rand gelistet. Und wir können jetzt mal sagen, wir klicken auf so ein Stück Musik drauf. Und spielen den einfach mal ab. Und spielen es ab. Und dann macht er das auch tatsächlich. Man hört was. Also wir lassen das jetzt nicht ins Mikrofon klären hier nebenbei. Aber ja, und wenn wir auf Musik klicken, dann müssten wir eigentlich auch die Playlist dafür sehen. Müssten wir eigentlich. Jetzt muss man dazu sagen... OwnCloud ist noch im Kommen und Sachen, die im Kommen sind, funktionieren noch nicht an einigen. OwnCloud ist gerade in aller Munde, ja. Das heißt, es funktioniert noch nicht richtig. Dazu muss man fairerweise sagen, wir haben hier die Beta installiert, also wir wollten wieder ganz, ganz vorn dabei sein. Dieser Musikplayer ist in Ampatri exportiert, also irgendwie mein... so diese üblichen Desktop-Musik-Clients, Amarok und wie heißt der unter GNOME? Rhythmbox. Ah. Rhythmbox können also auch diesen Musikabspieldienst steuern und dann auf die Musik zugreifen, die in meinem OwnCloud gespeichert ist. Sogar ohne DAV. Aber sie könnten sowieso, weil sie haben ja auch DAV. Viel dazu. Weiter, Schlag auf Schlag. Wir haben Kontakte. Auch die können damit verwaltet werden. Wir verwalten noch keine Kontakte. Genau. Er unterstützt dieses CardDAV-Protokoll. Also das heißt, alle Kontakte werden für irgendwelche Handy-Adressbücher aufbereitet, auch als V-Card-Dateien exportiert und so auf dem Webserver. Man kann also auch dynamisch Kontakte irgendwie synchronisieren darüber, über OwnCloud. Man braucht nicht mehr den Google-Kontaktsynchronisator. Das hier ist das gleiche Protokoll. CardDAV heißt in dem Fall. Jetzt hatte ich beinahe schon CardDAV gesagt, oder? Beinahe. Aber das ist auch eine gute Überleitung, weil wir haben es geschafft, den Kalender von OwnCloud mit Evolution zu verheiraten. Mhm. Der Kalender von OwnCloud, der spricht nämlich CardDAV. Genau. Und Evolution hat eine entsprechende Schnittstelle dafür. Wir haben hier so ein paar Termine eingetragen, ne? Genau. Und jetzt, wir haben das auch bei Evolution eingerichtet. Genau, wir können ja mal eben hier mal einen Termin ändern. Na, erstmal müssen wir sehen, ob der in Evolution überhaupt schon drin ist. Der müsste drin sein, das habe ich ja vorher überprüft. Genau, also wir müssen ja vorher, nachher Show machen hier. Da ist ja, was er hier nicht macht, sieht man wieder schön, Zeitzone. Das ist jetzt Evolution, was ihr seht. Also das ist eine andere Applikation, sieht genauso aus, weil es auch ein Kalender ist, nicht? Das ist... die Desktop-Applikation Evolution. Und Evolution kann halt gegen CardDAV synchronisieren. Genauso wie es ACAL auch kann. Also das sind die Termine, die wir vorhin schon im ACAL gesehen haben, die hier vor uns sind.
Genau. Was ihr, worauf ihr eben achten müsst, ist bei OwnCloud, dass die Zeitzone richtig eingestellt ist. Aber das hat... Das ist ein bisschen tricky. Also wenn man an ein Schräubchen dreht, dann funktioniert das auch. Ansonsten kann es halt sein, dass man irgendwie Serverzeit und Lokalzeit durcheinander kommt. Ja, Testtermin, den wollten wir gerade ändern oder so. Genau. Testtermin. Nehmen wir die Schweizer Variante, Testtermin. Ich nehme lieber Fuma. Das gefällt mir besser. Bestätigen. Okay, da sieht man die Änderung schon. Ist jetzt zu Fuba geworden. So, mal, und jetzt... Können wir irgendwie synchronisieren sagen. Ein- und wieder ausschalten. Und da ist es. Jetzt heißt der Fuba. Ja. Genau. Synchronisation funktioniert. Man muss dem Evolution dazu die URL von diesem Kyler-Backend von OwnCloud geben. Genau. Die kann man ganz einfach nachschlagen in OwnCloud. Genau, wir können es mal kurz hier zeigen, was er anbietet, nachdem man es eingerichtet hat. Ja. Kalender durchsuchen. Also man muss schon Kyler auswählen, ansonsten geht es nicht. Und auch bei Server, wirklich nur den Server ohne irgendwelche... Das ist so ein bisschen tricky. Das muss man leider wissen, ansonsten versucht man sich da und stolpert. Und auch, das ist aber eher ein Evolution-Problem, glaube ich, dass man ungültige... Nur wenn man ein ungültiges Zertifikat hat, genau. So, nur wie dann jeder, so wie jeder Mensch, der zu Hause mal eben einen Webserver aufsetzt und SSL mal eben selbst signiert, ja. Ja, genau. Oder bei CA-Cert signieren lässt und dann sind die CA-Cert-Zertifikate wieder nirgendwo drin. Wo kann ich denn die URL nachschlagen? Zeig nochmal auf Cloud den Webbrowser. Genau. Das war nämlich da oben rechts irgendwo bei dem Zahnrad genau. Oder so. Ja, bei dem Zahnrad, genau. Da sagt er einem ganz bequem, ich möchte den Kalender irgendwie teilen mit anderen Benutzern und so, das habe ich hier auch drin. Und ich habe die Adresse, bei der ich KaiDAV spreche und naja, so iOS und OS X braucht wieder eine Extrawurst, die sprechen auch KaiDAV, aber die sprechen ein besseres KaiDAV oder so, zumindest. Man weiß es nicht. Sie sprechen ein meckeres KaiDAV. Ja. Deswegen hat das nochmal eine andere URL. Geht aber auch. Genau. Ja. Sonst noch was zum Kalender? Ich glaube nicht. Ansonsten lass uns mal in die persönlichen Einstellungen von OwnCloud reingucken. Da gibt es nämlich auch ein paar nette Sachen. Hier kann er, der stößt einen gleich so ein bisschen drauf, wo man eigentlich Clients für Desktop-Synchronisation runterladen kann. Also das ist so, das kann man halt auch einem Benutzer anbieten, der das alles noch nicht kennt. Dem kann man sagen, guck mal, da hast du einen OwnCloud-Account, klick dich einfach durch und irgendwo kannst du dann auch deine Desktop-Clients runterladen. Genau, hier findet ihr auch die WebDAV-Adresse, die wir in Nautilus vorhin benutzt haben. Richtig. Obacht, hier ist die Webadresse mit URL-Schema HTTP angegeben. Das ist das, was, glaube ich, Windows frisst, wenn Windows WebDAV spricht. Beim Nautilus muss man das als DAV:// angeben. Bei GNOME 3.6. Bei GNOME 3.4 kann man noch mit einem Dropdown WebDAV auswählen. Manchmal muss man auch WebDAV:// angeben und so. Das ist alles so ein bisschen lustig. Naja. Hier steht auch die Ampatche-URL, wenn ich mit meinem Ampatchen an den Musikplayer ran will. Genau. Ja, Passwort-Recovery-Dialog ist da. Man sollte eine E-Mail-Adresse angeben, um Passwort-Recovery via E-Mail zu haben. Wir haben es hier nicht gemacht. Genau. Man kann das ganze Benutzerkonto exportieren und in einer anderen neuen OwnCloud-Instanz wieder importieren. Das ist cool. Man kann seine Daten halt wirklich mitnehmen. Das ist wirklich OwnCloud. Sie ownt einen nicht. Ich ohne die Applikation. Alles andere gucken wir uns später nochmal an, oder? Genau. Genau. Das ist übrigens der einzige Einstellungsdialog, den ich als normaler Benutzer im System habe. Und die anderen Dialoge, die darunter sind, zu sehen sind... Die sieht man nur als Administrator. Genau. Schauen wir mal dran, womit man OwnCloud noch so arbeiten kann. Genau. Ja, OwnCloud hat halt ganz, ganz viele Apps. Ja, das ist auch so ein Modewort. Müssen wir jetzt als App des Monats irgendwann auch OwnCloud-Apps vorstellen? Okay. Hoffentlich nicht. Alles, was obwohl, ich meine, ich guck dir das mal an. Also das ist Wahnsinn. Ich möchte nicht wissen, wie viel in nächster Zeit noch dazukommt. Ich kann, das ist eigentlich schön, wenn wir mal auf unten in die Listen nochmal reingucken. Es gibt eine Roundcube-App. Also ich kann halt Webmail in meinen OwnCloud integrieren über Roundcube. Das ist eigentlich nett.
Ich kann sagen, irgendwo ist das Unix-User-Backend. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine Own-Cloud-Benutzer sollen die Unix-Benutzer im lokalen System sein, was auch nett ist. Ich habe irgendwie eine Notizzettel-App, ADAP-Kram möchte ich eigentlich schon erwarten von einer Web-Applikation, also selbst von so einer so jungen, naja. Und das hier sind jetzt die Module, die wir aktiviert haben. Genau, ich weiß nicht, ob man das, wird man hoffentlich sehen können, die sind leicht grau hinterlegt und stehen oben. Genau, eins der Module, die wir erst aktiviert haben, die standardmäßig gar nicht an sind, sind zum Beispiel die Lesezeichen. Und das führt dazu, dass wir hier in dieser App-Liste dann auch Lesezeichen haben. Gucken wir mal kurz rein. Ja, da kann man halt irgendwie so seine Seiten bookmarken. Auch ganz hübsch, man kann das in den Browser integrieren. Also man kann sich so ein Bookmarklet irgendwie in den Browser ziehen und dann werden gleich alle Bookmarks, die man bookmarkt, in der Bookmark-App von OwnCloud gebookmarkt. Genau. Wäre schön, wenn man da vielleicht irgendwann mal sowas sieht, dass es wirklich in den Browser integriert ist, damit es vielleicht für mehr als nur Leute, ja, die wissen ganz genau, wie man das einrichtet, benutzen wollen. Ich habe das OpenID-Backend, wenn ich das aktiviere, was wir haben, dann kann man sich zum Beispiel bei OwnCloud via OpenID einloggen oder ich kann auch OpenID, ich kann auch OwnCloud als OpenID-Provider benutzen. Also das heißt, wenn ich dann irgendein komisches Weblog finde, wo ich was kommentieren kann und er sagt mir, nee, log dich erstmal mit deiner OpenID ein, dann kann ich meine eigene OpenID, mein eigenes OwnCloud angeben an der Stelle. Genau, wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Ist rausgekommen? Und wir sind drauf gestoßen. Also man kann hier auch nochmal angeben. Man kriegt hier auch den OpenID-Endpunkt. Den kann man in den persönlichen, in den Benutzereinstellungen nachschlagen. Was haben wir festgestellt? Geht nicht. Geht nicht. Geht also auch vielleicht in der nächsten Version oder so. Geht nicht, ja, genau. Genau, um damit es gleich mal tracken kannst. Ich markiere mir das jetzt hier zum genau, Späterlesen. Wir markieren uns das mal als Bookmark in OwnCloud. Ja, und dann werden... Ja. Ja, hat funktioniert. So sieht es halt aus. Ich würde mir halt mehr Unterstützung da wünschen, mehr integriert. Aber das kommt, glaube ich, noch. Also das sehen wir dann auch in der nächsten Version. Und unter Lesezeichen sehen wir, da ist jetzt ein Lesezeichen hinzugekommen, nämlich der GitHub-Fehlerseite. Können wir wieder draufklicken, kommen wir nochmal auf die Seite. Genau. Ja, ich finde OwnCloud echt cool. Ich denke, wir werden in der Sendung, in der Planung demnächst auch ein bisschen mehr damit machen und ein bisschen Dateien austauschen. Ich werde es wie alle Programme, die wir hier so immer wieder vorstellen, auf meinen Raspberry Pi installieren. Ist eine PHP-Applikation, okay, nicht so exotisches, scheint generell recht sauber programmiert zu sein, wenn man so ein bisschen mal in den Code einen halben Blick reinwirft. Und das Schöne ist, dieses alles, was ich immer erzählen kann von offenen Protokollen, von WebDAV, was in allen Systemen funktioniert, das funktioniert immer erst dann, wenn ich es habe. Und mit OwnCloud habe ich es tatsächlich als Service und kann es anbieten. Genau. Also ich muss sagen, ich finde am besten finde ich diesen Sync-Client, auch wenn der vielleicht, er braucht halt Speicherplatz mehr im Vergleich zu WebDAV. Da können wir noch kurz rein. Gucken, man kann auch, aber wenn man benutzt. Das ist für mich das, warum ich OwnCloud überhaupt haben möchte. So, das mit dem Kalender ist okay, aber das muss nicht unbedingt auf meiner OwnCloud laufen. Ne? Also was auch ganz nett ist, man kann für WebDAV auch die Benutzer quotieren. Also das ist eigentlich was irgendwie kaum ein anderer File-Service so richtig out of the box kann. Und bei WebDAV, bei OwnCloud ist es halt ein Fingerschnipp. Und ja, ja. Genau. Hast du noch irgendwas, was man über OwnCloud sagen könnte? Ansonsten? Ich werde es meinen Kunden anbieten. Ich habe Kunden, ja. Aber dazu jetzt nicht so viel. Ja, okay. Ich hoffe, euch hat die OwnCloud-Review gefallen und seid gespannt auf den nächsten Test. Sagen wir mal, nehmen wir mal die letzte Frage vor. Also, FreenixSize hat versucht, die zu beantworten und er ist auch auf die Sprache eingegangen und auf LC Numeric in seinem Fall und meinte, okay, man kann mal probieren, XPDF mit genau dieser Local, mit dieser Variable nur für XPDF zu launchen und er will wissen, was er dafür kriegt. Was geben wir ihm jetzt? Leider die wir müssen ja leider mitteilen, dass das die falsche Antwort ist.
Also ich bin mittlerweile hinter das Problem gekommen. Ich war bisher noch zu faul, das zu lösen, weil ich mittlerweile auch gar kein... Also ich bin jetzt schon wieder bei Okular angekommen, gerade als PDF-Viewer. Also das Problem ist... viele Leute wissen das ja gar nicht so. Der X11-Server, der macht dann viel mehr als nur bunte Bilder. Der zum Beispiel komplette, im Wesentlichen hostübergreifende Interprozesskommunikationsservices mit drin. Das wird dann meistens so reingeflanscht über X-Window-Properties. Also jedes X11-Fenster kann halt beliebige Attribute haben und wird es in der Regel auch haben. So kann zum Beispiel dem Window-Manager mitgeteilt werden, dass dass ein Fenster ein Dialogfenster ist oder sowas. Und so wird Drag und Drop gemacht, indem in Properties vom Root-Window gesetzt werden. Und was X11 noch hat, ist eine Resource-Database. Also nur mal so die kleine Liste von Features, von denen Leute immer gar nicht wissen. Und die Resource Database war in meinem Fall das Entscheidende. Ich habe damit nämlich so rumgespielt. Kriegen wir das Terminal-Fenster? Danke. Also es gibt normalerweise einen File namens .xresources im Heimverzeichnis. Oder kann es zumindest geben, muss es aber nicht. Auf diesem Host gibt es jetzt keins, deswegen kann ich es nicht so richtig vorführen. Aber wir können mal hier schauen, was in der XRDB steht. Also in dieser X-Resource Database. Query gibt uns an, was da drin ist. Okay, also da sind halt immer so ein paar Eigenschaften drin. Die gelten für das ganze X11-Display. Und da kann man zum Beispiel festlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel RxVT benutze als Terminal-Emulator auf X11, dann kann ich da drin eine Schriftart festlegen, die für dieses RxVT gelten soll und irgendwie schon mal ein Hintergrundbild und Transparenz und alles bestimmen. Wenn ich die XRDB beherrsche, dann kriege ich tatsächlich, ich kann machen, dass Motive-Applikationen nicht mehr so richtig hässlich aussehen. Also ich kann einfach für mein X-Display festlegen, alle Motive-Applikationen sollen jetzt irgendwie blau sein mit grünen Knöpfen oder so. Das wäre auf jeden Fall eine Aufwertung. Also chinesische Schriftzeichen auf blauen Untergrund oder grün? Das geht da alles drin. Und das Schöne ist, das geht für das X11-Display und nicht für die Applikation des Benutzers. Das heißt, auch wenn ich mir von einem entfernten Display über SSH eine Applikation ranhole auf das eigene Display, geht meine lokale X-Resource-Database, um das Aussehen dieser Applikation zu bestimmen. Also die Applikation muss das natürlich unterstützen. Und XPDF als richtig alte so Ur-X-Anwendung, Motive-Anwendung, wird natürlich Optionen aus der X-Resource-Database lesen. Und damit habe ich halt so ein bisschen rumgespielt. Also in meinem Fall war es, um mein RxVT richtig zu konfigurieren. Und ich habe irgendwelche Fonts gesetzt, die unter irgendwelchen Umständen irgendwie nicht mehr gut aussehen. Und ich sagte, ich bin dahinter gestiegen, wo das Problem ist. Mit der Lösung habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, aber es ist die X-Resource-Database. Deswegen hat es auch nichts genützt, dass ich einen neuen Benutzer auf meinem System angelegt habe, weil den habe ich dasselbe Display nutzen lassen wie meinen verfriemelten Benutzer. Und deswegen, also damit hängt das halt zusammen. Und den schauen wir uns dann nochmal näher an. Okay, also ihr könnt nach wie vor weiter Paul helfen. Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts davon verstanden. X-Resource schon mal gelesen. Dazu müsste ich erstmal online stellen, was ich da kaputt gemacht habe. Ja. Genau, aber wir haben eine neue Frage für euch. Also mehr einen Aufruf. Genau, also wir wollen, dass ihr mal so ein bisschen, dass ihr uns einfach mal sagt, was wollt ihr eigentlich wissen für das Jahr 2013? Genau. Guckt für uns in die Glasknugel. Genau, schaut in die Glasknugel. Was soll 2013 von uns vorgestellt werden? Wo sollen wir näher reinschauen? Was wird in der Free-Software-Welt passieren in Zukunft? Ja. Das möchten wir von euch wissen und da könnt ihr jetzt kräftig kommentieren. Genau. Und ansonsten gibt es ein Raspberry Pi zum Vorstellen. Ja, wenn niemand was sagt, dann müssen wir das androhen. Ja, dann müssen wir das unbedingt machen. Ja. Okay, ich würde sagen, bis zur nächsten Sendung. Hat lang genug gedauert diesmal. Ja, macht's gut und bis demnächst. Genug für heute. Tschüss.